So, wir sind jetzt hier in Hessenland angekommen. Und zwar nennt sich das Ganze hier in Frankfurt Hessenfolierung. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Bestimmt. Ja? Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob ich zu ihm, muss ich glaube ich Spezies 837537883 Kannst mich ruhig sagen. Adrian nennen. Gut, okay. Also hier ist der Adrian. Und mich kennt er ja. Und der Adrian hat mich heute gebeten, mit ihm hier hinzufahren. Er hat nämlich seinen Tesla hier folieren lassen. Wie gesagt, normalerweise kannte ich Folien nur von Frischhaltefolien. Aber das scheint doch etwas hochwertiger zu sein. Und ich habe das Auto noch nicht gesehen. Wir sind gerade angekommen. Hier ist auch noch sehr viel los. Und wir haben jetzt schon 6 Uhr, also 18 Uhr. Aber trotzdem, hier ist noch echter Bär los. Ja, ich bin wirklich einfach mal gespannt, wie das Gerät hier aussieht und warum der Adrian das überhaupt gemacht hat. Dazu später noch mehr. Wolltest du was sagen? Nee, ich bin auch gespannt auf meine Frischhaltefolie jetzt. Wenn du da reinfilmst, sieht man schon ein bisschen was. Da, das, na, wir verraten nichts. Wir gehen ganz Okay. nah dran. Ja, und ansonsten sehen wir uns gleich. Okay, tschüss. So, ich musste mir jetzt hier eine Maske aufziehen. Und ja, mit dem Adrian zusammen haben wir das jetzt ohne Maske gemacht und haben uns da vertraut. Aber wir sind beide auch sehr stark im Homeoffice vertreten, oder er zumindest. Und dahingehend denke ich mal, sind wir clean, hoffe ich mal. Ja, jetzt gehen wir mal gerade hier rein. Da steht mein alter BMW übrigens. Das ist mein alter BMW, also der Fünfer, den ich mal hatte. Und ich sehe schon, da ist die Folierung. Und wir sind hier Hessenfolierung in Frankfurt. Und da ist wohl ein Warteraum. Wir gucken mal. Ich gehe jetzt mal durch die Tür durch. Ach du meine Güte. Okay. Wie gesagt, die erste Zerrung, keine Waschstraße, wie immer. Wie gesagt, danach, wenn du das Stück nicht gemacht hast, nach den 2 Wochen, bevor du zu uns kommst, einmal Waschstraße fahren, damit es schon sauber ist. Und dann prüfen wir nochmal nach, beziehungsweise wenn was da irgendwo hochkommen sollte oder sonstiges halt. Ob und da hier was mit den gesagt Ecken und Kanten gab es da noch. Genau, siehst du, genau, richtig Schwierigkeiten ist ein bisschen schwierig bei denen halt. Wie gesagt, du siehst ja nicht direkt mit hin, weil es hier keine Sichtkante oder so. Das ist ein bisschen im Schatten, da fällt es nicht so auf. Ne? Aber ansonsten sollte es eigentlich kein Problem sein. Was bei den ist, aber bei den Tesla, weißen Tesla können wir draußen zeigen, da steht auch ein Master drin sogar. Da wurde hier gleich schon gemacht. Hier, die GDCs hier, die sind ausgebürtet. Aber das ist noch ein zweiter, denn deshalb, die GDCs haben weißen Gummi. Auf Gummi kannst du keine Folie kleben. Also ich weiß, wie lange das hält, ist eine gute Frage. Ich hoffe, es hält nicht lange. Aber wie gesagt, normalerweise ist es PDC und das ist kein Gummi-Tesla. Ne? Sonst ist gar nichts. Das heißt, ihr habt die jetzt ausgelassen und. Nein, die PDCs sind beklebt. Aber was mit dem Radar? Was ist mit dem Radar? Mit dem Radar, der da vorne ist. Der funktioniert, das ist kein ne? Das ist nur bei Chromfolien. Also man kann folieren, dann die Keramikbeschichtung drauf. Auf der Keramikbeschichtung geht die Folie nicht richtig. Das heißt, müsst ihr echt runter. Müsst die Keramikbeschichtung muss runter. Dann polieren einfach. Und außer ein bisschen. Wie gesagt, wie weiß ich auch nicht hundertprozentig. Wie gesagt, aber ab nächstes Jahr machen wir Kramgeschichte von Sonntags. Wir haben nächste Woche Schulung. Wir machen Kramgeschichte ab nächstes Jahr. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nach durch die Waschstraße kommt und macht auch nochmal mit dem Wachs oder so, sollte man schon machen. Also kann man machen, ja. Also Heißwachs empfehlen wir nicht immer. Das ist einfach nur waschen. Nur waschen, ganz normal, genau. Weil ich natürlich nicht die billigsten Waschstraßen jetzt fahren, okay. Die nicht nur groben. Die neuen mit dem Lappen oder Lamellen, die man nimmt, die Gummi gerade da, die kann man nehmen halt. Die Folie ist aber so, wenn sie leichte Kratzer bekommt vom Waschen, wie ganz normal die Autos auch bekommen, ja. Die schmieren ganz normal halt, die gehen auch durch die Hitze ein bisschen weg. Wenn die Farbe, wenn die Folie zum Beispiel warm wird, richtig heiß, ja. Dann gehen die Kratzer ein bisschen weg, aber minimal. Okay. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie lange muss der Adrian jetzt auf das Auto warten? Wer hat es gewartet? 4 Tage, also ja, Freitag gebracht, klar. Genau, ich habe gebracht, Montag haben wir angefangen und so weiter. Es ist so, man muss das Auto immer über Nacht stehen bleiben. Wenn man ein Teil fertig macht, weil die Folie ist dann wieder kalt, zieht sich ein bisschen zusammen, so ein bisschen nachfüllen. Das ist immer so, das Auto fertig folieren, gleich raus. Und wie ist das jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt auf der einen Seite habe ich einen Individualismus, das heißt, ich habe ein Auto,
was es nur so mehr oder weniger vielleicht einmal gibt, dann habe ich irgendwo vielleicht schon einen Schutz. Ja, ein Schutz ist und wenn ich dann irgendwann mal das Auto verkaufen möchte oder so, kann man so eine Folie wieder leicht runtermachen, weil darunter ist tiptop gelackt. Genau, richtig. Oder ist das ein sehr hoher Aufwand? Nein. Also grundsätzlich abziehen dauert einen Tag, kostet bei uns ca. 300 Euro. 300 Euro. Genau, und dann sollte man das Klebereste weg, alles weg eigentlich, sollte man trotzdem zum Aufbereiten nochmal. Machen das Leute auch, dass sie sagen, Folie runter, jetzt habe ich einen super Lack runter verkauft. Oder wer mit der Folie? Viele Autos sind ja geleast. Da müssen sie sowieso aus der Folie. Mittlerweile. Also wir machen schon recht viele Exfolierungen, weil mittlerweile, wenn sie mal das Auto ausgeben, fragen, dann alle Leute haben geleast. Das heißt, die haben geleast, die machen die Folie drauf, müssen nach 3 Jahren wieder entfolisieren, genau. Weil das Auto. Genau, schützt aber gleichzeitig den Lack. Wenn sie leasen, dann wird das so beschreiben, einen Kratzer haben, wird ja alles berechnet schon für das Auto abgehen. Bei Neuwagen. Wenn sie natürlich geleast das Auto haben, was schon ein paar Kilometer hat, ist was anderes. Aber so eine Folie ist das nicht eher sogar noch wertsteigernd? Genau, ist es ja. Wertsteigernd ist es natürlich schon klar. Ne? Also wie gesagt, ist ja, Wertsteigerung ist auf jeden Fall. Und wie gesagt, individuell auf jeden Fall ein, weil Tesla sehen wir ja, hat weiß und drin in der Halle auch noch weiß. Also wir haben nur Anfragen weiß zurzeit, aber fürs Folieren ist weiß nicht empfehlenswert. Es ist echt in den Spaltmaßen. Aber man muss jetzt sagen, die Spalten, man sieht, ich sehe keine Übergänge. Genau, das ist ja also das Spalten halt. Ne? Also wenn wir jetzt mal, wenn wir mal gucken, genau, siehst du das hier? Ja, da kommen wir mit der Folie nicht rein. Das ist ganz einfach, wir mit der Folie nicht rein. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Genau, richtig. Aber das ist halt so, beim Schwarz sieht das aus wie Schatten. Ach so, okay. Naja. Deswegen ist das Beste zum Folieren immer ein schwarzes Auto. Ja. Aber es sieht schon gut aus. Genau, richtig. Aber wie gesagt, ansonsten. Ja. Und eine Frage zur Folierung. Ich habe jetzt echt gedacht, wir kommen heute hier hin und sehen so eine Hologrammfolie, so eine, die so. So 3D-mäßig gibt es das, oder gibt es das? Oder gibt es das gar nicht? Das ist 3D, das ist. Es kommt darauf an, was. 3D kann man nur mit Brille sehen. Das Auge sieht da kein 3D. Also, was du meinst, den 3D-Effekt gibt es ja wie im Kino, mit der Brille nur. Dann gibt es, so Folien. So Hologramm-mäßig. Genau, Hologramm, aber mit Brillen halt. Ja, aber sowas. In Deutschland ist sowieso sowas, ob das erlaubt ist, das ist dann wieder eine andere Frage halt in Deutschland. Weil wir sind ja nicht in Amiland, sind die Leute ein bisschen verrückter, da kann man einiges machen halt. Bei uns ist das immer so eine Sache, es kommen Leute, viele wollen Chrom machen, Chrom, Gold oder Rot. Und das ist in Deutschland nie verboten. Ja, das hatte ich ja auch beim Beratungsgespräch, da habe ich da so ganz verrückte Folien gesehen, habe mal danach gefragt aus Spaß und habt ihr mir auch gleich gesagt, pass auf, wenn du da mal in eine Polizeikontrolle gerätst, könnte problematisch werden, weil das dann als Gefährdung des Straßenverkehrs gilt, weil das zu verrückt ist. Und dann spiegelt dann und dann, wie gesagt, sollte es ein bisschen Probleme geben, das ist je nach Polizist immer unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die fahren damit rum in Frankfurt, aber auf Chromfolien haben auch keine Garantie. Und dann Chromfolien halt bisher Garantie. Das war's. Dann bleicht die Farbe aus. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Mal ganz ehrlich. Sonne, bla bla, Allwetter. Wie lange hält die Folie? Genauso wie die Lack? Wann ist die Folie also, fertig? Fertig? 5 Jahre? Fertig? Nein, also 5 Jahre sollte die nicht fertig sein. Also, wir sind ja in Europa. Ich gehe davon aus, dass die schon 7 Jahre halten soll. Also wir entfernen natürlich Folien, die sind 10 Jahre drauf. Die sind aber dann fertig, die Folien hier. Okay. Nach 10 Jahren. Aber vor 10 Jahren war natürlich die Folierung auf einem ganz anderen Level wie jetzt. Also meine Frau wollte immer eine Mattefolierung, die wollte mal Mathe machen, mal so Mathe oder so. Wir haben ja einen, auf der Seite bei uns gibt es ja ein Video, das Satin schwarz, Matt Satin ist so ein Genau, das sieht deutlich besser aus als Matt, weil Mattefarben sind pflegebedürftiger. Also nur nochmal, damit ich es auch verstehe, vorne und hinten die Sensoren und die Kameras und die Seiten. Wenn wir rausgehen, machen wir kurz die Tür auf, weil wir alles schon aufmachen. Das Licht wird langsam weniger. Adrian, du musst langsam auch bezahlen. Ja, genau. Ja, komm mal. Der PDC besteht aus 2 Teilen. Der äußere Ring, der innere Ring. Ja. Der äußere Ring ist bei dem Modell aus Plastik. Ja. Beziehungsweise aus Gummi auch. Das wird ja nur die Haltung sein. Genau, das ist der Gummi. Normalerweise sind sie aber aus Plastik. Ah, okay. Bei denen sind sie aus Gummi. Mhm. Folie hält nicht auf Gummi. Ah, okay. Das ist, sag mal, die hält schon, aber wie lange ist die Frage? Deswegen haben wir den einmal einen kleinen Kreis komplett hier geplottet und einen größeren ein bisschen außenrum. Mhm. Deswegen, da musst du schauen, wie lange das hält. Ich gehe davon aus, dass es halten wird, weil manche Folierer machen, überkleben die komplett und machen den Ring, schneiden die nicht aus. Aber das sieht schön aus am Anfang, weil es natürlich schön einheitlich ist, aber durch die Kälte.
Das ist ja immer ein Hohlraum zwischendrin. Ja. Bildet sich in der Kälte Kondenswasser, dann platzt dies alles auf, kannst du neu machen alles. Das sind immer viele Blasen. Genau, Blasen und dann platzt die Folie auf. Da sieht man manche Folierer, die das machen halt. Mach mal da nochmal ein Bild. Adrian, du musst langsam, musst du spannend. Ja. Fand ich jetzt auch. Das hatte ich ihn jetzt am Schluss auch noch gefragt. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben ja wirklich teure Autos. Und wenn man jetzt die Autos foliert, dann hast du gewisse Ecken und Kanten, wo du rum musst. Und ich weiß gar nicht, ich würde mich das überhaupt nicht trauen. Du musst ja dann wirklich die Fahrzeuge auch auseinanderbauen, ne? Ja, genau. Ey, du musst vorne die Lampen rausnehmen. Du hast ja neue Autos teilweise. Die Lampen rausnehmen, die Stoßstangen abbauen. Hör mal, ich würde mich noch nicht mal trauen, hier die Seitenverkleidung abzunehmen, um dann vielleicht mal zu gucken, wo der Lautsprecher ist. Das würde ich mich echt nicht trauen. Und die gehen da an die Autos ran. Und bei dir haben sie ja auch gesagt, die hatten doch die Nüppchen hinten. Wie viel hatten sie abgemacht? Ne? 4 Stück sind wohl auch abgebrochen oder am Nummernschild. Dann ist er gleich ums Eck zum Tesla-Händler da in Frankfurt gegangen und hat sich neue geholt. Ja, ja, genau. Zum Glück. Ne? Da kannst du direkt Ersatzteile holen. Und es kommen auch viele Teslas übrigens zum Folieren. Woran liegt das? Weil wir nur 4 Farben haben, ne? Genau. Ja, das war ja auch für mich ausschlaggebend, warum ich das habe machen lassen. Weil schon bei der Bestellung war mir klar, wow, Tesla, besondere Investition, besonderes Auto. Ja. Ich will auch eine besondere Farbe. Dass es jetzt am Ende ganz so verrückt wird, wie das, was ich mir jetzt ausgesucht habe, habe ich mir damals auch nicht vorstellen können. Aber ich dachte mir, Tesla ist auch so ein bisschen in der Kritik mit der Lackqualität. Also, ich bezahle keinen Aufpreis für irgendeine besondere Farbe. Ich nehme das Standard Weiß und suche mir eine tolle Folie aus. Habe dann lange rumrecherchiert. Habe mich am Ende für die entschieden. Ja, wir fahren ja alle fast hier mit der gleichen Farbe. Alles ist weiß. Wenn das so weitergeht und wir haben den Nokia-Effekt, dann fahren wir alle, das ist ja so wie beim Trabi, dann haben wir alle den gleichen Wagen. Ne? Aber mal ganz ehrlich jetzt, da haben wir nicht drüber gesprochen. Das Ergebnis. Ist das Ergebnis so, wie du dir das vorgestellt hast und gefällt dir das zu 100% oder zu 99,99% oder ist es wirklich alles gut? Also ich muss mir noch wirklich das finale Ergebnis im Sonnenschein und Tageslicht sehen. Okay, dann werde ich wirklich das, aber so wie ich es jetzt gesehen habe, wir haben Taschenlampe mit drauf geleuchtet, wir haben in dieser beleuchteten, beheizten Werkstatt mit den LED-Lampen gesehen. Also so wie es aktuell schon mal aussieht, muss ich sagen, ja, also ich bin schon hier bis 99% zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch den Sonnenschein sehen und jetzt muss ich bewähren, dass die Folie auch wirklich 7 Jahre haben sie mir versprochen. Steht auch auf meiner Rechnung. Also jetzt will ich wirklich mal sehen, nach 2-3 Jahren oder 2-3 Wintern vor allem, oder Winter und Sommer, beides, warm, heiß, kalt, ob die Folie dann immer noch den tollen Effekt hat oder ob sie dann irgendwann schon anfängt auszumatten, nicht mehr so schön diese Farbeffekte zu haben. Dann wäre es natürlich ein bisschen schade drum, aber auch da top Leistung von den Folierer, dann gehe ich halt hin und spreche mit den Kollegen und frage, was da zu machen ist. Aber auf der Folie, beziehungsweise auf der Folie sage ich schon, auf der Rechnung stehen 7 Jahre Garantie. 7 Jahre, ja. Boah, das ist ja fast hier wie bei uns, ne? Wobei Tesla gibt 8 Jahre, ne? Auf Motor und was zuerst eintritt, die Mattierung oder die Batterie-Dinger. Oder die Batterie, ja, genau. Aber 7 Jahre ist eine Menge Zeug, steht auf der Rechnung, okay. Nee, genau, ja. Haltbarkeit bis zu 7 Jahren. Na gut, bis zu 7 Jahren muss man aufpassen. Ja, gut, okay. Aber ich denke schon. Und hier, wir sind ja hier in europäischen Gefilden mit nicht zu starker Sonneneinstrahlung. Daher denke ich, wird das auch in Ordnung sein und wird das schon funktionieren. Ich denke aber auch, mit dem Ergebnis kannst du total zufrieden sein. Sieht super aus. Also, und sowas ist immer Geschmackssache. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein Video nachdrehen, wenn wir mal im Sommer uns auch treffen. Also vielen Dank nochmal jetzt wirklich für den Adrian. Wir wohnen um die Ecke. Mhm. Es hätte ja sein können, dass er aus Hamburg ist. Man weiß mal beim YouTube-Videos nicht. Aber wir sind wirklich hier um die Ecke nur. Es waren jetzt 9 Kilometer, die ich gefahren bin. Und das ist auch so ein bisschen Tesla-Community, oder? Also ja, ich sag mal, ich habe ihn jetzt hier hingefahren, 50 Kilometer hin und 50 Kilometer fährt er selbst wieder zurück. Und wir beide jetzt natürlich zurück, wieder nach Hause. Aber also ich finde es schon irgendwie... Das ist eine coole Sache. Das war eine coole Sache. Ja, das war eine coole Sache, vor allen Dingen, weil man sowas gar nicht kennt. Man fährt jahrelang BMW oder Mercedes oder was auch immer. Aber dieses Auto, überhaupt diese ganze Philosophie, die... ich sag mal, die bringt einen dazu, auch mich jetzt hier überhaupt Filme zu machen, was ich nie gedacht, dass ich sowas mache. Du hast mich jetzt eingeladen und wir haben uns noch nie gesehen vorher, getroffen. Nee. Und
wir haben hier auch eine Corona-Stabilität, denke ich mir mal, im Auto und Vertrauen. Also dieses Tesla-Gedönse da, das ist schon heftig. Und ich würde mich auch mal freuen, das habe ich selber noch nie gemacht. Vielleicht kommt der Adrian mit, wenn wir vielleicht mal irgendwo mal irgendwann eingeladen werden. Mit so vielleicht 100 oder 200 oder 300, das gibt es ja. Tesla-Treffen, irgendwo im Kreuzhilden vielleicht mal oder so, wo dann sowas veranstaltet wird. Wenn Corona mal vorbei ist, wenn wir alle geimpft sind, weiß ich nicht. Aber ich würde gern mal so mit vielen, vielen sich da einfach mal treffen. Ne? Also, kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind ja dann hunderte von nur Teslas. Ja, aber das ist ja eh das Schöne. Das ist eine gewisse Community, ein gewisser Austausch. Das war auch mein Gedankengang, warum ich in New York angeschrieben habe. Ich dachte mir hier, das ist ein interessanter Content für ihn, vielleicht auch für seinen Channel. Ja. Dann schreibe ich mal an. Natürlich, ich habe auch ein bisschen profitiert, weil er hat mich netterweise hier hingefahren. Und sonst hätte ich gucken müssen, wer mich fährt oder mit Zug. Ja, ich hatte mich jetzt auch nicht getraut, ihn zu dich nicht zu fragen, weil ich dachte, du wirst gefahren oder sowas. Und aber fand ich jetzt gut, dass du dich da auch, dass du einfach gesagt hast, hier kannst du mich fahren, natürlich, kein Thema. Ja, ich habe es ja schon vorsichtig mich herangetastet, habe gesagt, ja, hier, ich kann mit dem Zug fahren, wie sieht's aus mit Corona? Ja, ja, weil man ja auch fremd ist irgendwo schon, aber ich denke, wie gesagt, das ist alles soweit in Ordnung. Ja, jetzt weiß ich ja, wo die Hessen-Folierer sind. Also vielen Dank nochmal auch für das kleine Interview. Mal sehen, was wir daraus machen. Und sind anscheinend wirklich umgezogen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Weil ich denke, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen hier. Habt ihr euch denn mal ganz ehrlich, habt ihr euch hier jetzt kleiner gesetzt? Und ihr seid zentraler? Zentraler und kleiner. Sind wir klein, ein bisschen zentraler kleiner, und kleiner. Okay. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Halle, aber in Frankfurt ist es nicht ist so schwierig, einfach. Ja. Schwierig. Zentraler und kleiner. Genau, okay. Richtig, leider, ja. Wie gesagt, wir waren ein bisschen versteckt, Industriegebiet. Okay. Und wenn man jetzt mal eine Folierung haben möchte, dann muss man mit wem sprechen? Sie sind der Ich bin der Sebastian, wir sind ja Perdu. Okay. Perdu, alles, ich bin der Sebastian. Ich bin der Schiffsführer, das ist mein Laden. Okay. Genau, oder der Max, wir sind ja mehrere Leute, wir sind 7, 6 Leute hier. Okay, alles klar. Ja, dann vielen, vielen Dank. Wir machen einiges. Gut, ich denke, dann geht der Sebastian jetzt nach Hause und vielen Dank nochmal und der Adrian müsste dann bezahlen. Genau, richtig, dann sind wir auch glücklich. Okay, gut, dann bis später, tschüss. Auf dem Bild wird es noch klarer. Ja. Ich hatte den Adrian jetzt mal gefragt, und zwar, die Frage hatte ich gar nicht gestellt. Und zwar, bleib nochmal stehen, Adrian, dann nehme ich dich nochmal auf. Und zwar, was für eine Farbe das Auto eben vorher hatte. Man sieht jetzt hier, ganz interessant, das schimmert, also für mich jetzt hier in so einem Grün, ne, seitlich. Dann hier ist es blau. Also es schimmert so in verschiedensten Farben, manchmal gelb, violett, also es ist brutal. Und da ist er. Ja. Das ist der stolze Besitzer. Originalfarbe sieht man hier sofort. Sobald nein! Die Tür ah ja, stimmt, zack. Das ist die Originalfarbe. Ja, alles weiß. Ja, super, okay. Aber irre. Also, ich finde es jetzt gerade in dem Licht nochmal ganz anders als eben. Jetzt plötzlich. Guck dir das an, jetzt erscheint das jetzt plötzlich grün. Wenn du von hier guckst, dann wird es wieder in einer ganz anderen Farbe. Das verändert sich ständig. Ich bin auch mal gespannt, was für Töne man da noch. Ne, aber guck mal jetzt hier. Ja. Unfassbar. Also ich sehe da auch so. Ich gehe wieder zurück. Gelbtöne, lila, grün, je nach Winkel auch mal ein bisschen blau. Aber ehrlich, jetzt Achtung, jetzt geht's, jetzt wenn man von hier jetzt da wieder ganz anders. Ah, das ist stark. Also ich bin mal echt gespannt auf so ein Licht. Jetzt gehen wir von ganz nach vorne. Der Adrian hat ein bisschen Bedenken, Leute. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es denn zu prollig? Ich finde es nicht, ich finde es gut. Ich meine, der Herr ist auch noch relativ jung, es passt schon.